Das dauert doch ziemlich lange. Oh, 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 oh. Ja. Also ganz aufgehen mit wir brennen einfach alle Gegner weg, tut's nicht. Dafür machen unsere Zauber so wenig Schaden. Und wir halten echt nur zwei Treffer hier unten aus. Also, nö. Nö. Wir machen einfach hier weiter, so lange wie wir halt durchhalten. Und farmen ein bisschen Gold, ist okay. Hoch, hoch. Oh. Was zur Hölle? Okay. Ja, Gold haben ist schön, aber so nötig habe ich es auch wieder nicht. Naja, doch schon eigentlich, aber naja. Muss man ja nicht immer alles zugeben. So. Ein Zombie. Nein, ein Zombie. Aber es gab auch Zombies. Das waren, glaube ich, die großen. Glücksspiel. Ja, na gut, einmal. Ja, 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 okay. Hey, wir haben Glück gehabt. 2800 Gold. Davon kann man sich definitiv ein Upgrade holen. Okay, also unser Shinobi... Warum liegt hier einfach so eine Kiste rum? Also unser Shinobi mag nicht so toll sein. Weil er halt fast nichts aushält. Aber anscheinend hat er Glück. Das kann man nicht bezahlen. Heilen. Ah, jetzt bist du noch mehr Gold. Hops. Hops, hops. Oh. Das war das falsche Springen. Hier geht's unten auch noch weiter. Nur mal gucken. Bist du eine Truhe? Du bist eine Truhe. Ich glaube, die falschen Truhen können auch erst nicht im Schloss, sondern bei Maya oder bei dem anderen kommen. Wow, oh, 51. Das war übel. Nicht mal eine Reihe vollbekommen. Na gut. Wir haben einen Spelunker, das ist schon mal gut. Wir haben einen Paladin, der farbenblind ist. Und einen Paladin, der Gegner weiter wegschubst und verrückt ist. Ich glaube, ich nehme den verrückten Paladin. So. 3500. Wir nehmen... Die hier wäre noch ganz praktisch, weil wir finden ja doch recht oft Hühnchen. Oder den Spell Thief, um zu gucken, was da oben weiter ist. Ich bin neugierig, wie das Schloss aussieht. Okay, der Spell Sword hat wohl eine größere Axt als alle anderen. Sehr schön. Unsere Unsterblichkeitszeit hat sich erhöht. Hiermit. Um 0,1 Sekunden. Ja. Oh. Und Mana, also Sprüche kosten weniger Mana. Das ist auch praktisch. Aber ich erhöhe lieber erstmal Crit-Chance. So, 201 Goldmünzen, das ist vollkommen okay. Wir spielen einen fliegenden Paladin. Also quasi ein Engel. Ein Engel mit einem großen Schwert. Aber eigentlich haben fast immer Engel ein Schwert, oder? Na gut, lassen wir das. Töten! So, wir halten an der alten, neuen Taktik bei. Wir gehen erstmal in das schwierige Gebiet und wenn es zu schwierig wird, gehen wir zurück. Wobei Wald und erstes Gebiet als leicht gelten. Warum kriegst du keinen Schaden? Och nö. Das macht verrückt also. Der Typ da ist gar nicht wirklich da. Das macht es doch ein wenig schwer, ordentlich zu kämpfen, weil ich durchgehend am Sachen ausweichen bin, die vielleicht gar nicht da sind. Du bist da. Dich brauchen wir nicht, die merken wir für später. Also ja, ich habe kein gutes Gefühl bei der Sache. Also bei diesem Leben. So, ich will hoch, hoch, hoch zum Maya-Gebiet. Au.
Hoch, hoch. So, sehr schön. Boah, ich mag keine Stacheln. Au. Ich mag es nicht, in Stacheln geschubst zu werden. Ich mag es nicht, Stacheln zu sehen. So, nee, nicht schon wieder. Man soll es mit seinem Glück nicht übertreiben. Einmal gewinnen, ab aus der Spielhalle, sage ich immer. Besser, habe ich gesagt, als ich da noch gearbeitet habe. So. Raus, raus. Achso, du bringst so ein Spezialteil. Was bringst du denn? Du bringst, dass wir, wenn wir das nächste Mal sterben, das Gold nicht abtreten müssen. Ja. Da kommen wir nicht ran. Ja. Da war das Auffülldingens. Das könnten wir jetzt mal benutzen. Wir sind ja nicht voll. Nee, das war das Glücksspiel. Das Auffülldingens war weiter unten. Ja, so. Oder wir bringen einfach Gegner um. Das ist besser als jedes Auffülldingens. Und du, unfairer Typ, hast einfach deine Hand hochgehalten und durchgeschossen. Oh. Au. So. Lebensmodul gleich wieder voll. Oh, Zombo. So, 7 Lebenspunkte pro Toter. Das ist echt schick. Kaputt, 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 kaputt. Da ist irgendwo eine Kiste. Achso, oben ist die Kiste und man kommt nur als Zwerg ran. Ja. Oh. Oh. Ey. So nicht, mein Junge. Dafür töte ich euch alle. Eigentlich wollte ich euch ja stehen lassen. Für später. Weil wir hier immer noch eigentlich in ein ganz anderes Gebiet wollen und nicht hier kämpfen. Genau, hier wollen wir weiter. So. Wow, wow, wow. Au. Ach stimmt, wir sind permaroided. Also wir schubsen Gegner weiter weg als normal. Wie man gerade sehen konnte. Zing. Aber ja, doch. Ich denke, wir werden hier gut zurechtkommen. Oh. So. So war Eismagier. Oh. Ich sollte echt vorsichtiger sein. Also ja, wir kriegen viele Lebenspunkte zurück, wenn ich einen Gegner töte. Aber ich werde viel zu häufig getroffen momentan. So. Oh. Kreuzgang. Gehen wir mal nach links. Oh. Ja. Was war das mit so oft getroffen werden? Und hier ist gar nichts. Was zur Hölle? Ja, schön sinnloser Raum. 91 Leben, wir müssen weg hier. Weg, 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 weg. Weg, 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 weg. Oh, hier waren wir noch nicht. Jetzt weg. So, Teleporter brauchen wir gar nicht. Wir brauchen einfach die Statue hier. Und dann Karte gucken. Ganz unten rechts wäre noch was. Ja, wir könnten auch versuchen, erstmal alle Gegner hier umzubringen und gucken, wie viele Lebenspunkte wir dann haben. So, eine Kanone irgendwo. Da. Ja, 138 ist jetzt nicht so viel besser. Aber wir haben ja ein paar Gegner übergelassen. Genau, dich zum Beispiel. Wo bist du? Hey, wo bist du? Ich hab dich genau gesehen. Du warst Magier und du warst hier. Na gut. Oh. Na. Dieses in letzter Sekunde umdrehen und schießen bin ich. Doof. Und du bist gar nicht da.
Oh, vielleicht war der Magier ja auch gar nicht da. Du bist da? Ja, du bist da. Also ja, verrückte Charaktere sind nicht so toll, wie sie sich anhören. Eine Truhe. Oh. Du bist auch nicht da. Runter. Und dann nach rechts. Wir haben erst 1100 Gold. Ganz schön mau. Ah, hier ist der Auffüllraum. Sehr schön. Klick. So. Schön konzentrieren. Einfach alle Gegner umbringen. Dann hast du volle Lebenspunkte. Nicht treffen lassen wäre von Vorteil. So. So weit, so gut. Du bist gar nicht da. Ihr seid aber alle da, hm? Ist die Kanone da? Jupp, war da. Und ein Hühnchen, sehr schön. Du warst nicht da, nein. Okay. Kaputt, kaputt, kaputt. Mitnehmen. So, Lebenspunkte sind voll. Wir könnten also eigentlich zurück in das andere Gebiet. Und das sollte ich auch. Ich gucke nur ganz kurz, ob hier da irgendwo der Wald ist. Oh, und hier ist die Kiste. Zing. So, und schon wieder weg. Au. Komm schon, ich will doch nur... Ah. Jetzt muss ich wieder töten, um die Lebenspunkte zu bekommen. Ich wollte aber eigentlich nur nach Osten zum Wald. Und zwar hier lang, genau. So, Statuen nicht anrühren. Wald clearen. Oh, und wir kriegen die jetzt auch mit einem Schlag tot. Sehr schön. Was zur Hölle bist du? Du bist so ein Semi-Boss, ne? Na gut, du warst ein Semi-Boss. Gold sieht auch schon wieder besser aus. Wir sind bei der 2000er Marke. Sehr schön. Gut, 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 gut. Ich mag keine Wölfe. Also jedenfalls nicht die hier im Spiel. Oh, das war das falsche Ziel. So. Zing. Zing. Hallo, Wolf. So. Oben ist eine Schatztruhe, okay. Mit noch mehr Gold. Oh. Oh. Genau, schnell weg hier. Und kaputt. Ich kann mir nebenbei schon mal überlegen, was ich mir jetzt als nächstes kaufen will. Weil jedes Mal, wenn ich mit recht viel... Wow. Mit recht viel Gold vor dem Einkaufsbildschirm stehe, weiß ich nicht, was ich holen soll. Hey, du bist immer noch da. Wow, 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 wow. Au, au. Ich muss gleich schon wieder zurück. Aber die beiden will ich mir nicht entgehen lassen. Au, 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 au. So, einer kaputt. Und du bist auch gleich kaputt. Sehr schön. Truhe kommt gleich. Hm. Oh ja, jedes Mal, wenn ich viel Gold habe und vor dem Einkaufsbildschirm stehe, weiß ich nicht, was ich holen soll. Weil es gibt so viel, was man sich holen könnte und alles macht irgendwie einigermaßen Sinn. Oh, mehr Gold. Also allgemein macht Sinn, die äußeren Fähigkeiten einfach zu kaufen, nur damit das Schloss größer wird und wir gucken können, was es für andere Optionen später gibt. Das macht aber genauso Sinn, einfach nur Lebenspunkte und Angriffskraft zu erhöhen. Gewicht erhöhe ich eigentlich immer nur, wenn ich neue Ausrüstung finde. Wovon wir momentan keine haben, also keine neue. Und der Lich? Ich weiß ja nicht. Der Lich hört sich an wie ein Magier, der einfach nur noch weniger Lebenspunkte hat.
und wo man bestimmt ein paar lustige Tricks mit machen kann. Also gerade wenn man die Fähigkeit Mana und Lebensmutter vertauschen zum Beispiel bekommt durch Zufall. Aber ich will nicht noch eine Klasse in meiner Auswahlliste haben, die ich nicht wirklich spielen mag. Außer es gibt später ein Schloss-Upgrade, womit man mehr Kinder bekommt pro Generation. Das wäre richtig praktisch. Würde ich auch sofort zuschlagen. Einfach damit ich öfters meine Barbaren bekomme. 4300. Oh, ist mausersicher. Zink.